Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der EM hier. Rumänien gegen Schweiz, live aus Lens. Ein super Spiel erwartet uns hier. Ich habe leider Albanien nicht, sonst hätte ich natürlich Frankreich gegen Albanien gemacht. Aber sonst hätte man ja nie die Eidgenossen gesehen vielleicht. Und dieses Duell gab es in der Geschichte des Fußballs, haltet euch fest, zweimal. Einmal hat Rumänien gewonnen und einmal die Schweiz. Die Rumänen damals 1-0, 2012 bei einem Freundschaftsspiel und bei der WM 94 hat die Schweiz 4-1 gewonnen. Nationalhymne, jetzt auf, komm. Immer wieder schön, die Schweizer Nationalmannschaft zu sehen. Ich finde es immer noch eine wunderschöne Nation. Also die Schweiz an sich, ein wunderschönes Land. Sehr neutral. Und mit viel Geld und Schokolade. Diese Vorurteile immer. Ist aber auch tatsächlich so. Ja. Maxim, der hier für Rumänien spielt, spielt übrigens gar nicht bei der EM. Das weiß ich jetzt auch seit heute erst. Weil er nicht mitgenommen wird vom Nationaltrainer der Rumänen, dessen Namen mir gerade spontan nicht einfällt. Da müsste ich wieder nachschauen, weil ich muss mal wieder näher ins Mikro rutschen. So, jetzt. Ach, Papalapap. Papalapap ist auch wieder dabei. Schön. Ist immer wieder schön, wenn der spielt. Und Jan Sommer im Tor, der Nati. Und der deutsche Schiedsrichter Heimo Wasserschneider wieder. Den kennen wir ja noch von Österreich gegen Ungarn. Der macht keinen Tag Pause, der Junge. Und jetzt warten alle auf den Anpfiff, der jetzt ertönt. Und damit läuft der zweite Spieltag bei dieser Europameisterschaft. Die Rumänen von links nach rechts in der ersten Halbzeit. Die Schweiz genau umgekehrt, logischerweise. Keseru, den kennen wir noch aus dem Hinspiel. Man darf nicht vergessen, im Hinspiel, im ersten Spiel gegen Frankreich ist kein Tor gefallen. Rumänien also mit einer 0-0 Tordifferenz. Wie die Schweiz gegen Albanien gespielt hat, wissen wir ja nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie zumindest einen Punkt geholt haben, wenn nicht sogar gewonnen haben, was sogar eher wahrscheinlich ist. Ja, also ich sag mal momentan die Schweiz Tabellenführer hier in der Gruppe. Meine Vermutung zumindest. Rodriguez. Da haben wir wieder Rodriguez. Der sieht Shaqiri, der war nicht im Abseits. Granit Xhaka, der neue Arsenal-Stürmer. Da wird Max Eberl bald shoppen können. Oder kann ja schon shoppen, wenn er will. Hat er jetzt genug Millionen auf dem Konto durch Granit Xhaka. Pintili, der war aus. Shaqiri, der Ex-Münchner. Auf Drimic. Der geht in die Mitte. Seferovic. Der Frankfurter schießt und nichts war's. Keseru muss nach hinten spielen, keiner geht mit. Keseru wieder. Und sofort wieder geklärt. Die Schweizer übrigens mit 11
Bundesliga-Legionären bei dieser EM dabei. Die wissen, wie es geht. Kesero, jetzt Maxim, der nicht dabei ist. Aber ich ändere ja nichts an den Aufstellungen. Das muss der Trainer schon selber entscheiden hier. Und nichts war's. Sepsi, der Nürnberger. Tschipchu! Verliert den Ball gegen sich selber. Lichtsteiner. Wieder Shaqiri. Lichtsteiner. Sieht Inla. Behrami auf Drümitsch. Ball kommt an. Inla. Lichtsteiner. Wird das hier gleich gefährlich? Sieht sehr gefährlich aus zumindest. Inla. Seferovic. Wer kann schießen? Rodriguez. Die Schweizer machen hier Druck. Machen genau das, was Frankreich eben nicht geschafft hat gegen Rumänien. Lichtsteiner auf Behrami, der sieht Inla. Inla, oh, gerade noch so zurückerobert. Inla. Seferovic. Der kommt nicht an. Oh, das war jetzt gerade ein richtig schönes Gewusel da in der Mitte. Hohoho. Mein lieber Herr Gesangsverein. Kesero. Oder Kesero oder Keserü. Ich spreche es Spanisch aus dem Grund, weil in Spanien das Ü ein U ist. Und Rumänisch ist im Spanischen sehr ähnlich. Deswegen sage ich einfach mal Kesero, nicht Keserü, falls sich da schon einer beschwert hat. Ich bin des Üs mächtig, sagen wir es mal so. Und der erste Schuss aufs Tor von Jan Sommer. Lichtsteiner. Seferovic. Mit Frankfurt die Relegation geschafft, hat das Tor geschossen. Shaqiri. Rodriguez. Granit Xhaka, der kann auch mal bumsen. Einen raushauen, sagen wir es mal so. Und er kommt nicht an. Boah, ich nehme alles zurück. Entschuldigung. Haris Seferovic. Zweite oder dritte Chance schon und ich nehme alles zurück. Der war saugefährlich. Meine Herren, du, meine Herren. Sofort den Ball wieder erobert. Drümitsch auf Behrami. Starker. Also es ist nicht so, dass die Schweizer nicht die Chancen haben. Sie nutzen sie nur noch nicht. Bisher steht Rumänien noch. Und hat damit momentan, kurioserweise, das zweite 0:0 auf dem Konto. Stand jetzt. Und wenn es jetzt ganz gut läuft, haben sie vielleicht gleich eine 1:0 auf dem Konto. Nein, Halbzeit. 0:0 in dieser Partie hier. Hätte man so erwarten können. Also, die Schweizer machen Druck, aber Rumänien steht noch, wie gesagt. Und das ist, ja, die Erkenntnis der ersten Halbzeit. Ballbesitz sehr ausgeglichen, nur an den Schüssen merkt man leichte Vorteile für die Schweiz. Und ansonsten würde ich sagen, geht es direkt weiter mit der zweiten Halbzeit hier. Seferovic führt den Anstoß aus und weiter geht's. Direkt wieder nach vorne. Die Marschrichtung ist klar. Dranbleiben ist die Devise. Shaqiri auf Drümitsch. Shaqiri, der kann jetzt reinflanken. Da sind zwei frei. Der Ohr macht's alleine und er kommt nicht. Doch, ach Mist, der kommt doch nicht so richtig an. Ich habe mich gerade angehört wie Louis de Finesse. Nein, doch. Oh. Schreibt mal in die Kommentare, wer noch Louis de Finesse kennt. Lustige Filme auf jeden Fall.
Ach, mein Torwart mit dem tollen Namen. Den kann ich nicht so richtig gut aussprechen. Keseru, kommt nicht dran. Prepelita si Torre. Torre González. Entschuldigung, Maxim. Keseru. Dort gerade gehockt. Prepelita, der sieht papp außen. Was bauen die sich jetzt hier auf einmal? Gibt das eine Chance? Nee. So nicht. Shaqiri wieder. Seferovic. Und der verpasst. Shaqiri den Fehlpass. Und jetzt der Keseru völlig frei vor Jan Sommer. Wo ist der bitteschön frei auf einmal? Standen drei Schweizer vor ihm. Wäre gerannt, wäre durch gewesen, aber so natürlich nicht. Drimmitsch sieht Xhaka. Granit Xhaka. Fehlpass der Abwehr und kommen sie an den Ball. Das müsste eigentlich Freistoß geben. Nichts da, 1-0 für die Schweiz. Haris Seferovic, der beste Mann auf dem Feld, macht das 1-0 mit seiner dritten oder vierten Möglichkeit. Aber davor sah es mir sehr nach einem Foul aus. Hier hat der Schiedsrichter steht genau nebendran. Er hat es nicht als Foul angesehen. Und der Torwart, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, sieht sehr unglücklich aus und hüpft in die falsche Richtung. Wir sind hier nicht beim Football. Haris Seferovic. Erst hat er die Eintracht in Liga 1 gehalten und jetzt schießt er die Schweiz mit großen Schritten Richtung Achtelfinale. Und die Rumänen, die müssen jetzt mal was machen. Jetzt müssen sie selber mal ein Tor schießen. 0-0 ist nicht mehr. Tordifferenz minus 1. Nur die vier besten Dritten kommen weiter und es sind schließlich 6 Stück. Seferovic. Was macht der heute für ein tolles Spiel? Seferovic. Inler. 100% Passquote übrigens bisher. Alles kommt an, was Inler anfasst. Drimmitsch. Xhaka. Granit Xhaka. Was macht der? Spielt er rein? Da steht Seferovic. Der sieht Shaqiri. Xhaka. Doch, Elfmeter! Er gibt Elfmeter für die Schweiz. Ich wollte gerade noch sagen, das war doch kein Foul. Das war die gleiche Aktion wie vorhin vor dem 1-0. Papalapap sieht das gelbe Kärtchen jetzt. Und da schaue ich nochmal genau hin. Ich bin mir da nicht so sicher. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Die Schweiz wechselt. Seferovic geht raus. Hochverdient seinen Applaus, den er jetzt bekommt. Und nun im Spiel mit der Nummer 7 ist frei. Und wer schießt den Elfmeter? Eigentlich kann es nur Xhaka sein. Es ist Cher. Entschuldigung. Tor für die Schweiz. Das Ding ist gelaufen. Da lege ich mich mal fest. Die Rumänen sind so ungefährlich. Die müssen jetzt aufpassen. Nicht, dass sie noch 3-4-0 untergehen hier. Und papp, der Unglücksrabe hier. Und für mich war es kein Foul. Er ist halt unten durch. Er hat nicht berührt. Und ja, der Torhüter des AC Florenz sieht hier nicht so gut aus. Scheer, 2-0. Die Schweiz in großen Schritten Richtung Achtelfinale. Hopp, Schweiz. Das war, glaube ich, das erste Elfmeter-Tor, was wir Aufnahmen bis hierher, wo ich jetzt aufgenommen habe, hatten. Und der ist ziemlich zweifelhaft gewesen. Also, halten wir mal fest. Rumänien hat richtig, richtig Pech. Vor dem 1-0, für mich ein Foul am Rumänen. Und der Elfmeter war für mich kein Elfmeter. Also Rumänien hat richtig, richtig Pech hier gerade und muss jetzt hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird.
frei, der ist frisch, der ist gerade reingekommen. Sieht Inler, Shaqiri. Lichtsteiner. Inler, Shaqiri, kein Abseits, Eckball. Der erste Eckball für die Schweiz in diesem Spiel. Und der Wechsel. Papp geht raus für Tamás. Ist das Risiko vielleicht zu groß gerade dafür, dass er gelb-rot sieht? Wahrscheinlich sehr gefrustet. Und Xhaka geht raus. Und Fernandes kommt. Die Rumänen müssen auf. Oh, es gibt den nächsten Wechsel gleich hinterher. Den hätte er auch direkt machen können. Andone kommt für Käserü, der heute ja nicht so viel von sich zeigen konnte. Sehr schwache Vorstellung. Shaqiri beim Eckball. Geklärt erstmal, aber da steht Fernandes. Fernandes muss aber komplett hinter. Oh, der war gut. Rodriguez, da ist gar keiner. Da ist überhaupt gar keiner gewesen von den Rumänen. Da hat er die Lücke entdeckt und da kommt Fernandes. Und jetzt kommt nochmal die Flankenmöglichkeit, aber nichts war's. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Maxim sieht Chipichu und der sieht Chiriches. Andone. Andone. Anthony. Entschuldigung. Andone. Tamás. Flanke kommt. Geklärt erstmal. Aber da steht Chiriches. Pinteli. Sepsi. Pinteli. Die Rumänen, die haben sich da ein bisschen festgesetzt gerade. Und jetzt verlieren sie den Ball. Und jetzt kann es ganz, ganz blöd laufen für die. Und da kommt Shaqiri und da ist nur noch ein Mann. Und jetzt müssten sie wirklich gucken, dass sie Shaqiri unter Griff kriegen. Und das kriegen sie. Wow. Aber die Rumänen, die haben sich aufgegeben, habe ich so das Gefühl. Nehmen jetzt Zeit von der Uhr, das sind bloß nicht noch höher verlieren. Und Stocker kommt für Inler. Und die Nummer 10 kommt bei Rumänien ins Spiel. Pepelita ist raus. Big Falfi ist drin. Hauptsache jetzt nicht höher verlieren, das wäre richtig fatal. Berami. Berami. Die Nachspielzeit läuft. Abstoß erfolgt und das müsste es eigentlich gewesen sein. Vielleicht noch eine Chance. Aber warum sollten sie es machen? Naja gut, sie könnten, wenn sie wollen. Auf Nummer sicher gehen. Stocker mit dem Fehlpass. Warum macht das nicht alleine? Und das müsste es gewesen sein. Eigentlich müsste sich jede Sekunde abpfeifen. Yep. Und das war's. Die Schweiz gewinnt mit 2:0 und kann sich eigentlich schon aufs Achtelfinale konzentrieren. Ich denke mal, im Spiel Schweiz gegen Frankreich geht es dann nur noch um Platz 1 und 2. Ja, da muss die Schweiz aber nochmal richtig reinhauen, weil ich erinnere mich an die WM 2014 oder 10, wo sie in der Gruppe gegen Frankreich 2:5 verloren haben. Aber das ist nicht diese Schweiz mehr, das ist eine andere Schweiz. Ich glaube, es war bei der WM 2014, ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall, hier schauen wir nochmal auf einige der Highlights. Vielleicht sehen wir jetzt gleich nochmal das vermeintliche Foul vor dem Tor und vor dem Elfmeter. Ich würde es gerne nochmal sehen. Hier nochmal die Riesenchance von Seferovic in der ersten Halbzeit. Ich würde es gerne echt nochmal sehen und nochmal einspielen, weil ich war mir da echt nicht sicher. Hier, am Fuß, aber nichts passiert. Das war auch gar nicht die Aktion.
Hier, zack. Für mich, ich muss sagen, ich hätte es gepfiffen als Stürmerfoul. Guck, die beschweren sich auch. Nee. Also, nee. Bei allen guten Geistern, nein. Also, niemals. Niemals. Da hat Rumänien richtig, richtig Pech gehabt. Das hätte eigentlich nie und nimmer, diese zwei Tore hätten nie fallen dürfen, meiner Meinung nach. Aber okay. Die Schweiz gewinnt 2:0 gegen Rumänien. Wir sehen uns morgen mit dem Inselklassiker, dem Inselkracher. England gegen Wales. Bis morgen, euer Milchfurcht. Ciao.